Willkommen zum neuen Part von Mario Kart 8 Online. Boah, es sind ja ganz schön viele mit diesen Animal Crossing Reifen unterwegs. Das wundert mich jetzt. Wow, auch ein Zufall kann man so sagen. Ich bin auch wieder mit denen unterwegs. Big Blue F-Zero? Nein, F-Zero hieß das Kart. Das, was der Sonic hier fährt. Das habe ich in dem Fall noch nicht genommen, denn ich habe mal probiert, jetzt auf die Schnelle kurz eine Kombination zu finden, die sehr wohl guten Highspeed hat, Topspeed, also nicht so schlechte Endlingswerte. Ich habe mich jetzt für Rosalina entschieden, die ist relativ schnell unterwegs, man sieht es hier, wir sind schon Achter, was ein super Ergebnis ist für die erste Runde. Ja, kann man da echt nicht erwarten, nein. Es kommt natürlich auf die Items drauf an, wie oft das man getroffen wird. Nein, natürlich. Ja, und ich bekomme 3 Grüne. Ja, genau. Oh, ich treffe aber sogar wen. Nice. Okay. Nun gut, aber es bringt mich auch nicht weiter nach vorne. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich muss mich ein bisschen umschauen noch, wie das hier am besten läuft, mit welcher Kombination. Denn im Moment habe ich nicht so das richtig Gute gefunden, wo ich mir auf Dauer bessere Platzierungen mir zutraue. Im Moment ist das eher so eine Glückssache. Also schauen wir, wie das hier noch so laufen wird. Vierter, dritter. So, abkürzen, jawohl! Und jetzt bekommen wir den Endgame-Exe. Yeah! End the game now! Exit! Schnell! Und überholt den Typen. Ich könnte eigentlich den... Nein, ich habe ihn nicht getroffen, shit! Ich wollte dann unbedingt noch... Wow, das sind aber gute Snipes von Amar. Also der hätte mich da fast getroffen. Aber du hast es noch geschafft, den Endgame-Exe zu überholen. Aber an mir kommst du diesmal nicht vorbei. Was für ein Glück für mich. Das war wirklich knapp. Dreimal mit einem Bananensnipe sehr, sehr nah an mich ran. Wow. Gute Leistung. Ich liebe sie so sehr. Wir sind unterwegs mit dem Go-Kart, was auch nicht schlecht ist. Und es bringt ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Und jetzt brauchen wir wirklich Skill. Wir brauchen hier Leistung auf jeden Fall. Oh, besser als die zwei ersten Kurven. Denn jetzt habe ich erst nur 5 Münzen mitbekommen. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Und ich bekomme einen Boomerang. Den kann ich schon gar nicht gebrauchen. Warte mal. Nein! Oh, geht alle weg hier. Lasst mich in Ruhe. Ja, hol die 10 Münzen. Ja, perfekt. Okay. Ja. Boah, das ist ja richtig gemein hier. So. Halten trifft, jawohl. Und yes, nice. Okay, jetzt kommen wir richtig nach vorne. Was war das? Das war der Amar, oder? Oh nein, die zwei Amerikaner sind vor uns. Ich wollte gerade sagen, der hat aber eh keinen Bob-Omb. So, den haben wir schön überholt. Das hat man gut gesehen, dass der keine 10 Münzen hat. Ich aber schon. So, dann arbeiten wir uns jetzt mal nach vorne. Komm, nein. Aber 3 Pilze sind super. Ich hätte mir lieber noch eine rote gewünscht für unsere Teamkollegen. Und die will ich ja auch noch nach vorne bringen. Aber in dem Fall müssen wir selber schauen, dass wir hier auf den ersten Platz vorziehen. Jetzt ist die Frage, Pilz verwenden, ja oder nein? Ich sehe keine blaue. Wenn eine blaue kommt, lasst er mich vor. Wenn der mal eine rote bekommt, bin ich im Eimer. Warten wir eine Itembox ab. Er bekommt 3 rote. Okay, nichts wie weg damit. Das wird nichts. Ich lasse sie noch vor. Der Endgame wird eine Freude haben. Okay. Da will ich auf jeden Fall zusammenarbeiten mit unseren Teamkollegen. Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich bekomme nur einen Boomerang. Hier ist er. Ich hätte die Chance gehabt, oh, mit dem Boomerang zu treffen. Und der Champion. Wie erwartet. Oh, bekomme ich das gute Teamergebnis hin. Bis auf meine Leistung. Der Endgame wurde noch überholt. Die 3 Roten haben ihn ausgeschaltet. Eiskalt erwischt von Amar. Super. Okay, jetzt haben wir einen von uns ganz oben auf dem Treppchen. Auf der 1, der Champion. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie der Name doch im Englischen heißt von dieser Strecke. Und zwar heißt der nicht Wilder Wipfelweg, das ist die deutsche Übersetzung von Wild Woods. Wild Woods ist der englische Name. Und ich frage mich echt, wie kommt man da auf Wilder Wipfelweg? Ich meine, Wilder Wald hört sich doch besser an, oder? Als Wilder Wipfelweg. Habt ihr das schon mal im Leben gehört? Ein Wipfelweg? Also ich nicht. Mario Kart 8 definitiv Premiere, der Name Wipfelweg. Okay, vielleicht gibt es das im Deutschen, vielleicht ist es dort mehr vertreten, ich weiß es nicht. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, boah, geh weg mit dem Namen.
Okay, also ihr verwendet den auch nicht. Wilder, nicht wilder Wipfelweg, sondern generell Wipfelweg. Ich bin heute über den Wipfelweg gestolpert. Ich weiß es nicht. Also bei uns kennt man den Namen zumindest Wipfelweg nicht. Das Wort gibt's nicht. Vielleicht geben schon, aber keiner verwendet es. Gut, dann schauen wir jetzt mal, dass wir hier nach vorne kommen. Denn irgendwie bin ich hier nur geowned worden. Mit einer Münze werde ich da nicht viel reißen, das ist mir klar. Aber mit dem Stern kann ich hier schon einiges anfangen. Okay, mit dem Pilz auch. Oh oh. Verdammt. Warte mal, ist der vor mir? Ist der hinter mir? Er ist weit hinter mir. Nein, gar nicht so weit wie gedacht. Haha, jetzt bekommst du aber eine zurück. Viel Spaß damit. Und er hat ins Gras gebissen. Okay, gut. Nein, was machst du denn? Das ist schlecht. Jetzt haben wir echt Probleme. So, schön innen vorbei. Und wir sind gerade mal Sechster. Ich meine, ich muss hier die Pilze irgendwie sinnvoll einsetzen, aber so sinnvoll ist das nicht. Das Item gerade noch erwischt. War das knapp ein Goldpilz? Okay, das wird knapp. Vierter, dritter Champion hat wahrscheinlich einen DC oder ist er runtergefallen? Der bewegt sich nicht mehr. Hat wahrscheinlich einen DC und wir werden sogar noch Dritter. Ja, den Kugelwille kannst du dir behalten. Das ist Henriette auf der 4. Und wir haben jetzt wieder mal den ersten Platz. Der Spanier ist mal Zweiter geworden. Die Amerikaner weit und breit nicht zu sehen. Die nächste F-Zero-Strecke. Na, wartet. Jetzt werde ich wohl eine bessere Platzierung als auf der letzten erzielen. Das ging ja komplett schief dann. Am Ende die drei Roten haben mir den zweiten Platz ruiniert. Aber wir werden sehen. Vielleicht geht es diesmal besser. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, wir haben eine Banane gerade mal bekommen. Das ist gar nichts. Nehmen wir hier noch ein paar Münzen mit. Kann ja nicht schaden. Yay, fahr nicht in die eigene Banane rein. Wow. Okay, schön innen abkürzen. Wobei, schön innen ist gut. Ich muss froh sein, wenn ich überhaupt die Kurve erwische. Nein. Oh, und dann falle ich innen runter. Könnt ihr mir nicht antun. Es geht so nicht. Okay, schön ausholen. Wow. Oh nein, das war nicht geplant. Jetzt kann ich die andere Abkürzung nur teilweise nehmen. Yay. Ob das so gewollt war? Nein, definitiv nicht. Ich müsste eigentlich hier irgendwie über die Kanten dann springen müssen. Im 200cc-Modus wird wahrscheinlich besser sein. Okay, dann gib mal Gas hier. Jetzt kannst du alles zeigen, was du drauf hast, Rosaline, mit den zwei Pilzen. Vielleicht reißt du noch was, vielleicht auch nicht. Oh, so reißt du definitiv nichts. Okay, ein paar Münzen können nicht schaden. Nochmal ein Pilz raus, nochmal. Jetzt brauche ich noch ein gutes Item. Okay, ein Stern ist vollkommen in Ordnung. Hier könnte ich natürlich die Itembox auch noch mitnehmen. Aber da ist nichts drin. Da war nichts möglich. Keine Chance. Bam. Ein Racheakt. Henriette muss es büßen oder wer war es? War es ein Yoshi? Infant oder Rex? Wir haben aber Top 2 hier mit Amar und Champion. Und dann komme ich irgendwann mal auf dem 6. Platz. Drachenmauer, meine Wahl. Jawohl, eine Random-Strecke ist es dann geworden und der Zufall hat mir gut getan. Eine Strecke, die ich sehr gern habe. 200cc-Modus ist sie nicht so einfach zu fahren. 150er-Modus auf jeden Fall. Wow, leichter vor allem, wenn man hier einen Boost bekommt und dann auch extra rausgefeuert. Wow, der zieht nach vorne. Der Mario ist ja ein Wahnsinn. Yay! Und ich habe nichts gesehen, aber ich habe eine Banane bekommen. Da wird schon zurückgeschoben. Die wollen sich das vielleicht nochmal im Replay anschauen. Was auch immer. Oh, aber dafür müsst ihr nicht zurückschieben. Das geht leider nicht. Oh nein, wo kommen die Grünen daher? Der Ma hat sie nicht gehabt, oder? Zumindest hat das nicht so ausgesehen. Yay, zieh davon. Schnell, jawohl. Wow, der springt über mich drüber. Der blaue. Ja, das war so klar. Ich musste einlenken. Was soll ich denn machen? Sonst fahre ich ja noch mehr gegen die Wand. Null Münzen. Also das wird ein Chaos werden. Schauen wir mal. Wir haben keine guten Items noch. Davor uns. Jetzt schnell! Ja, ich habe dem SM... Nein, der hat den Schock-Dodge bekommen. Ich wollte die Lucky 8 rausschocken. Jetzt habe ich dem extra noch geholfen. Und der ist Erster. Shit. Das wollte ich ja schon auf gar keinen Fall. Verdammt. Komm schon, den müssen wir uns noch schnappen. Aber der ist so weit vorne. Verdammt. Das war wohl nix. Karte mal einblenden. Auf die habe ich ja komplett vergessen. Sonst seht ihr natürlich nichts. Jawohl. Okay. Yeah.
Nein! Natürlich! Da schummeln sich alle Amerikaner nach vorne. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, ich hoffe, den Superpilz nicht zu früh eingesetzt. Das wird knapp. Nein, geht sich locker aus. Geht sich locker aus. In den Graben fährst du immer noch runter. Das geht immer noch. Nein, das war echt. Der Horror schlechthin. Ja, genau. Hüpf auf die Banane drauf. Du verlierst noch einen Platz. Nein. Der Blitz hat alles ruiniert. Revanche auf Wildwoods, das können wir doch nicht so stehen lassen, so wie das hier schiefgegangen ist beim letzten Mal. Lakito, gib mir schon mal einen kleinen Vorsprung. Zähl für mich schon früher runter. Und lass die Amerikaner erst am Ende der dritten Runde raus. Nein, so unfair soll es nicht ablaufen. Wir sollen alle mit fairen gleichen Mitteln spielen. Oh nein. Also das fängt ja schon mal mit sehr fairen Mitteln natürlich an. Sozusagen. Okay. Letzter. Mann. Na, das kann ja was werden. Okay. Nein. Ich fahre natürlich genau durch. Oh nein, 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 nein. Wenn ich hier irgendwie früher eindrifte? Ah. Das ist auch doof. Ansonsten müsste ich einmal bremsen. Das könnte ich ja nächste Runde noch probieren. Also so abgeschlagen, wie wir jetzt sind, waren wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Oh Mann. Nein, nein, es schnappt mit der Kugel, Willi, genau die Box noch weg. Ich meine, hast eh recht. Mann, also schlimmer kann es ja doch nicht mehr werden, oder? Natürlich kann es schlimmer werden. Wie soll es denn auch anders sein? Der erste fährt gerade jetzt über die Ziellinie. Das ist der Giz. Nicht der Chris, es ist der Giz, wer auch immer das ist. Mit seinem Mario. Oh nein. Tada, wir sind Elfter, yeah. Das wolltest du mir präsentieren, Rosalina. Ja, da kann man wirklich schon Tada dazu sagen. So wie ich jetzt hier mich auf der Strecke anstelle, ist das ein absolutes Chaos. Aber vielleicht eine epische dritte Runde mit der Google Velici. Komme ich natürlich das letzte Item nicht, was eine totale Katastrophe ist. Aber wir sind immerhin, jawohl, genau bei den Bootspads rausgekommen. Jetzt den Drift früh einlenken. Vielleicht geht da noch was. Vielleicht bleibe ich Vierter. Es schaut so aus. Und gerade noch vor dem Manclaw, dem Amerikaner, noch Vierter geworden. Aber auf der 1, Enfant, auf der 2, Giz auf der 3. Ich bin auf der 4, Manclaw, auf der 5, Niklas auf der 6. Wer bist denn du? FC Blaze auf der 7, Champion auf der 8, Henry auf der 9. Und der Amerikaner SMW Rex auf der 11. Vorletzter von vielen Computergegnern auch überholt worden. Zumindest von einem. Seien wir uns mal ehrlich, wenn es geregnet hat und wir draußen einen Regenbogen sehen, müssen wir doch eigentlich auch die Mario Kart Fahrer auf dem Regenbogen herumdüsen sehen, oder? Wieso nicht? Ich meine, das ist doch eine Straße, ein Regenbogen. Das muss doch die Rainbow Road sein, oder? Nein, so ist es leider nicht. Wir haben aber hier... Yay! Was für ein epischer Bananenseite. Wir haben aber hier die Möglichkeit... Zumindest im Game auf einer Regenbogenstraße zu fahren, auf der Rainbow Road. Draußen, wenn wir hinausschauen aus dem Fenster und einen Regenbogen sehen, werden wir wohl kaum auf einem Regenbogen Fahrer zu Gesicht bekommen. Ja, was machen wir nur hier im Mario Kart? Okay. Wir sind gut dabei eigentlich. Ja, ich bremse mich hier zum dritten Platz zurück, oder was? Also das war wohl nix. Gleich schieße ich mich selber ab? Nein, doch nicht. Sehr schön um die Kurve. Nein, natürlich. Der Champion hat auf der 3 eine rote. Komm, gib mir vorne Itembox. Ich habe die sowieso viel zu früh abgeschossen. Jetzt bekommt der Mankalor auch hier wieder ein Item. Ich bekomme 3 Pilze. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich halt gut abkürzen. Ja, das ist eine tolle Abkürzung. Dadurch verliere ich noch mehr Zeit. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ah, hier hätte ich gleich den Drift halten sollen. Vielleicht kommt man dann besser um die Kurve. Das kann sein. Okay, du hast mich auch nicht abgeschossen. Also nichts wie nach vorne mit den Bällen hier. Auf keinen Fall zurückschießen. Okay. So, müssen den Amerikaner noch irgendwie einholen. Aber ich habe halt nur Münzen. Hier ist der Blitz natürlich sehr geil, wenn die Kurven so eng sind. Kann ich voll durchziehen. Okay, und perfekt groß. Wie weit ist er vorne? Ein bisschen. Oh nein. Leicht versprungen und schon bin ich Dritter, Zweiter, Dritter. Bekomme 3 Pilze. Nice. So, jetzt schaffe ich es aber. Wow, aber sehr knapp. Okay, halt den Drift diesmal. Ja.
Nein. Keine Chance. Also, Drift halten, alles gut und schön. Aber Pilze kannst du echt trotzdem nicht einsetzen. Der war nicht mehr zu schnappen. Einfach nicht möglich. Oh, das U-Boot auf der staubtrockenen Wüste. Das ist mal eine witzige Kombo. Also viel Wasser werden wir hier nicht zu Gesicht bekommen. Dein U-Boot wird auch nicht ertrinken. Nein. Oh nein, es wird ersticken im Sand, so wie ich hier. Verdammt, das fängt ja schon mal großartig an. Elfter. Und der Amerikaner schon wieder Erster. Ich hasse die Kurven, die kann ich noch nicht im 200cc-Modus. Ich weiß nicht, soll ich da außen fahren? Oh nein, ich tue mir so schwer. Und wieso kommt, wenn ich schon Elfter bin, da eine Grüne auf mich zu? Das ist doch abnormal. Ich meine, ihr müsst doch viel bessere Items bekommen als eine Grüne da vorne hier. Okay, Kugelwilli, jetzt. Das ist sehr schön an dieser Stelle, weil die Kurven sind eh nicht so einfach zu fahren. Komm, nehmen wir mit, jawohl. Das war ein Kanadier, den Gieß ausgeschaltet. Yay. Oh, verdammt, das war aber doch ein bisschen hart. Okay, vielleicht hier jetzt außen fahren? Boah, ja, ich weiß nicht. Also scheint mir langsamer zu sein. Vor allem, es ist auch sehr holprig, wie ich da herumdüse. Ja, ich gerade noch ein Item bekommen, aber egal. Ja, der Schockdodge war das Wichtige. Und jetzt sind wir schon fast ganz vorne. Ja, der Mankalore ist zu weit vorne. Den werde ich da nicht mehr einholen. Wow, geil! Du hast drei rote. Ja, ich habe es zu spät gesehen. Shit. Dann hätte ich natürlich den Pilz nicht eingesetzt. Du hast es super abgefeuert. Ah, und ich versau's jetzt. Nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Komm, zieh, Rosalina, zieh! Eine rote, die will ich nicht haben. Die kannst du dir behalten da hinten. Drei Pilze, sehr schön. Yay! Und da ist noch was drinnen. Da ist noch was drinnen. Ah, gerade nicht. Ah, fast noch Dritter geworden. Mir ist Zweiter, wäre aber sowieso... Ja doch, wer drinnen gewesen. Hätte ich den Pilz nicht eingesetzt, hätte der Mankalore zwei Rote bekommen, dann wäre der Amar sicher Erster geworden. Oder ich Erster und er Zweiter. Oder umgekehrt, der Erste, ich Zweiter. So in die Richtung. Also da wäre schon was drin gewesen. Ich habe das leider zu spät gecheckt. Schade, aber beim nächsten Mal dann. Ist ja geil, das ist ein richtiger F-Zero-Part, aber ich glaube, ich muss den Part auch schon wieder beenden, das Video zu Ende bringen, denn ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel Zeit hier mit Rosalina verbracht. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich immer die ganzen Ladezeiten und das Zeug rausschneiden muss, also da ist das dann schwieriger abzuschätzen, aber es müsste ungefähr hinkommen, dass wir zumindest die 20 Minuten hier erreicht haben. Okay, aber nichtsdestotrotz, das ist mir nicht so wichtig, denn ich will hier noch gewinnen. Einen schönen Abschluss haben. Das wäre mir viel, viel lieber. Okay, momentan schaut sie nicht schlecht aus. Die rote vor mir ist weg. Die Gefahr ist außer Reichweite, ist vorüber. Jetzt kann ich in der Luft noch so einen Drift einsetzen. Hier noch abkürzen. Jawohl, unbedingt nach vorne. Die Banane, oh, will ich nicht haben. Das wäre doof geworden. So, jetzt ist die Frage. Naja, ich werfe den Pilz raus. Ist mir zu riskant. Jetzt bekomme ich eine Banane. Eine rote. Okay, ich glaube, die ist aber irgendwie zu Bruch gegangen. Die ist schon weg. Die war auf der 4. Hat sicher den dritten dann erwischt. Ein Bananenschild ist eigentlich schon nicht schlecht. Ich habe was Sterniges gehört. Und es sind ein Haufen Pilze. Ja. Kann man so sagen. Oh nein. Vor uns. Also da kann ich die Bananen gleich wieder rauswerfen. Die bräuchte sie nicht mehr. Hey, da ist es wieder wirklich möglich, alle Turmboosts mitzunehmen. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Nice. Also ein bisschen besser fahren. Beim nächsten Mal wird das dann schon klappen. Okay. Eine grüne. Was haben wir hinter uns? Ein Stern. Oh, oh. Jawohl, drei Pilze. Die jetzt gut einsetzen. Oh, nein, das kannst du vergessen. Das ist zu riskant, aber trotzdem. Ich meine, Dritter müssten wir eigentlich werden. Wow, wow, geil. Yes. Zweiter noch. Wow. Ist ja geil. Aber der Amerikaner schon wieder auf der Eins. Keine blaue? Ja, da ist er glücklich mit seinem Frontrun noch durchgekommen. Zweiter, Dritter, Vierter. Gutes Teamergebnis sozusagen. Aber der Erste, den müssen wir uns beim nächsten Part dann holen. Danke fürs Zuschauen. Schönen Tag noch.